und herzlich willkommen zurück bei Yooka-Laylee auf Kellerkind.org. Ich bin Speedy, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind genau da, wo wir zuletzt aufgehört haben, nach dem Quiz. Und ich weiß nicht genau, da ist irgendwas mit, genau, mit... Nee, andere Taste. Wieder andere Taste. Ah! Ice Power! Verdammt, warte, ich muss. So rum. Okay, wir haben jetzt hier einiges kaputt gemacht. Was haben wir hier? Können wir hier überhaupt irgendwas machen mit dem, was wir jetzt gerade rumexperimentiert haben? Eine Blume. Nein, nicht. Mist. Mistdinger. Da ist schon wieder dieser Automat. Gucken wir mal, was wir können. Seid ihr bereit, ein neues Turnikum anzulegen? Wir haben im Moment den Kugler. Gesundheit brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und betäube 30 Feinde, um dieses Turnikum freizuschalten. Okay, das müssen wir dann erst noch machen. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nur rein, wenn wir jetzt hinten das Freezeezy-Dingenskirchen geholt haben. Ja, machen wir das doch gerade mal. Und schlupp. Oh, die Kamera. Und... Aha. Ding, ding, ding. Gucken wir doch mal hier gerade mal rein. Archiv. Aber die sind hinter Glas. Das ist schade. P-E-E, okay. Hier ist ein Aquarium. Mhm. Man muss ja sagen, es sieht richtig cool aus. Was wollt ihr mir sagen? Muss ich hier hoch? Das kann natürlich sein. Nein, 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 nein. Shit. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Jetpacks and Butlers. Jetpacks and Butlers. Okay. Da komme ich nicht hin. Da kann ich auch nichts machen. Okay. Das merken wir uns nochmal. Was soll ich hier... Ich weiß nicht, ob ich hier im Moment überhaupt was machen kann. Ich weiß, dass hier dieser Schalter ist, schon klar. Quizfrage, hätte ich da einfach durchschwimmen können? Moment, das probiere ich jetzt nochmal aus. Durchschwimmen. Große Zähne, Kristall besessen. Es hielt nicht lange durch. Monster, große Zähne, Kristall besessen. Ist das eine Referenz, die ich gerade nicht verstehe? Okay, den Schalter können wir nicht drücken.
Wir müssen erstmal, würde ich jetzt mal behaupten, das Wasser ablassen. Denn ansonsten kriegen wir keine Stampferattacke hin. Zumindest glaube ich nicht, dass ich die unter Wasser hinkriege. Hm, okay. Gibt es hier irgendwas in diesem Raum, was uns helfen könnte? Hm, vielleicht diese Tür hier. Oh Gott. Tut mir doch sowas nicht an. Da ist ein Pidgey. Da ist ein Pidgey. Immer weiter. Ach du grüne Neune, was macht ihr hier mit mir? Ernsthaft? Oh, ihr Schweine! Wie zum... Oh. I'm stupid. Moment. Hep, hep. Durch. Wow, da hat sich das Spiel schnell umentschieden. Pidgey! Und dann kommen wir hier unten wieder raus. Das hat uns aber auch nur bedingt weitergeholfen. Da ist immer noch ein Buchstabe. Komme ich da überhaupt hin? Warte, ich will den noch nicht ins Feuer. Feuer ist böse. Gucken wir doch gerade mal. Okay, das war das. So. Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich da raus. Lässt er mich nicht durch, weil er irgendwas im Weg liegt. Es gibt aber trotzdem noch eine Tür. Da weiß ich, wo es rausgeht. Was ist jetzt hiermit? Man da unten rechts überhaupt nicht rein? Muss man aber. Ich sehe jetzt nicht wirklich, was ich hier anders machen könnte. Und ich stecke schon wieder fest. Lol. Und hep, hep. Moment, ich muss hier rein und dann da rein. Um dann wieder rauszukommen. Weil es gibt ja in der Mitte diesen Eingang, aber scheinbar stehen die Bücher da so bescheuert, dass man da nicht durchkommt. Hm. Pidgey geholt, sehr schön. Aber wie kriege ich diesen dummischen Schalter gedrückt?
Also mir ist schon klar, was ich da machen soll, keine Frage, aber wie ich dieses verdammte Wasser ablassen soll, das ist mir ein Rätsel. Das heben wir uns für später auf, bis ich da eine clevere Lösung für habe, wie ich das zu machen habe. Weil das würde jetzt im Moment die Folge sprengen. Wir haben sowieso hier schon knapp die Hälfte der Zeit leider verbraten in diesem dämlichen Archiv. Ah! Ihr seid schon respawned. Finde ich nicht gut. Autsch. Stimmt, ihr seid Zielsuchen. Oh. Extra! Moment, er stand hier vorne. Kommt rein, erfreut euch an Rextros neue Erscheinungen, aber nicht Münzeneinwurf treten. Was haben wir denn hier? Jobsteckelkurs. Da geht gar nichts. Katas Racing, das hatten wir schon. Wo ist ein Pagey? Ich will das haben. Okay. Automatenspiel spielen, was ist das? Black Flag. Von mir aus. Hol die Fahne in höchst originellem Prügelspiel. Michi Gegenspieler auf, sonst nehmen die Fahne. Beschütze die Fahne, schnapp dir Power-Up, schlag auf Dinge ein, schnapp dir Federn. Okay. Ballrolle, ja, Sprungangriff, alles. Standardsteuerung. Schauen wir mal, was die hier für uns bereithalten. Na komm. Lad mein Bester. Shit. Wo muss ich die hinbringen? Shit. Was war das denn? Das Bild habe ich nicht ganz verstanden. Nein, das Spiel habe ich nicht verstanden. Ach, scheiße, grün ist unten. Nein, ich will nicht. Das ist doof. Wenn es irgendwie so wäre, von wegen bring's irgendwo hin. Möchte Freunde wieder spielen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich wollte springen, du dämlicher Hund. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt an... Moment, der hatte was gesagt von wegen nicht den Münzeinwurf. Einfach mal auf die Tasten draufhauen.
Warte. Muss ich da oben drauf hüpfen? Ich will das Ding haben. Nein, ich habe den optimalen Winkel nicht. Das ist gut. Moment, es kann natürlich sein, dass das da aufgeht, wenn ich im Archiv das Ding löse, aber ich krieg's ja im Archiv nicht auf. Ha. Das ist ein Rätsel. Gauntlet Run, okay. Okay, später. Ja. Hey. Oh, wo geht's denn noch weiter? Da ist das Archiv, das bringt uns nicht weiter. Wow. Gute. Ah, meine guten Kumpels. Ihr könnt von meinen hilfreichen Angeboten nicht lassen. Was? Nein, du blockierst den Weg. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Und weil ihr mir helft, meinen Umsatz in den Stammblock-Tropen zu steigern, ist es für euch kostenfrei. Nun, wenn es umsonst ist. Mit dem Himmel zu. Springe einfach mit A in die Luft, drücke und halte dann A. Ich habe ausgiebig gefrühstückt. Diese Flügel sind stärker, als sie aussehen. Sucht mich später in der Bücherei auf. Ich habe da noch ein Info-Fitzelchen. Okay. Oh, hep, hep. Ey, du blöder Geier. Geht doch. Gute. Ich bring Party. Und Fresschen. Quack. Da sollte man wahrscheinlich nicht drunter rennen. Okay, hier ist heftigst Windgeblase. Machen. Und die pusten mich wahrscheinlich quer durch die Pampa. Dafür brauche ich noch einen Move, mit dem ich das dann machen kann. Um die nächste zu überwinden, müsst ihr 12 Stunden warten. Oder einfach 1,99 € für besondere Bienenmünzen bezahlen. Was zum? Da ist ein Pagey. Nein! Verpasst! Moment. Ah. Mist, Kerl. So. Jetzt reicht's mir. Pagey, komm her. Komm zu deinem Meister. Dankeschön. Was haben wir hier? Knöpfe! Knöpfe, 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 Knöpfe. Und hepp, und hepp, und flatter, flatter, absaufen. Geht doch. Apropos, ein kleiner Frühstückssnack kann nicht schaden. Eis, Eis, Eis.
Gut, oh. Ih, aua. Wie gemein ist das dann? Ihr braucht 3 von uns Pages, um diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr den Glitzerfrostgletscher freischalten? Natürlich! Nächstes Gebiet. Fein. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 5 Pages gefunden habt. Stellt euch einfach auf den Großglitzer und so weiter und so fort. Wie ich höre, verhilft die erweiterte Version des Glitzerfrostglitzers zu einer anderen Perspektive, okay? Das würde ich sagen, machen wir in einer späteren Folge. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Ciao!